auch eine interessante Möglichkeit, an eine Nummer ranzukommen, oder? Ja. Jetzt gehört mit der Angestellten die Nummer ausgetauscht. Das ist doch die einzige Nachricht, die man ganz im Schiff anbekommt. Nun denn. Bitte kommen Sie weiterhin zum Hiho-Markt. Anna schreibt uns an. Hallo, hallo. Im Gruppenchat. Ja. Hi. Also, über die Person, die den Mamri-Charm gekauft hat. Es war eine Frau mit einem großen reifen Körperaufbau in einem Business-Outfit und sie hat eine Brille getragen. Ist es dein Ernst? Ja, es ist sie. Ach Gott. Aber... Ja, es ist sie. Ich habe Mittag an und sie hat auch Alkohol für die Arbeit gekauft. Ich frage mich, nein, was ihr Job ist. Nein, sie hat Alkohol in der Arbeitswoche gekauft. Während der Arbeitswoche gekauft. Ich frage mich, was ihr Job ist. Das war alles, was ich dir sagen kann. Danke, ich weiß genau, wer das ist. Viel Glück dir dann. Ja, es ist Maiko. Maiko steht immer noch vorm Café, oder? In dem Fall, ich glaube, wie es heißt, ist Büro. Mal hier gucken. Okay, jetzt ist sie wieder im Büro. Aber ernsthaft. Ja, da ist sie ja. Guck mal, Riberamas Effekt ist ausgelaufen. Oh mein Gott. Aura, Itsuki-kun. Wie ist das? Oh. Hallo, wer das nicht ist, gibt's etwas, was du mir brauchst? Ist Maiko? Hast du vor kurzem ein limitiertes Stück einen limitierten Mamorin-Anhänger gekauft? Ja, hab ich. Was ist damit? Ich muss um Gefallen bitten. Können Sie mir bitte geben? Er ist nicht für mich. Ich habe ihn für Mamori gekauft, weil sie mich danach gefragt hatte. Und am Ende gibt Mamori sie Barry. Mamori? Hat sie? Du hast es gekauft, ja. Ja, ich habe den Anhänger nicht mehr, weil ich ihr den schon gegeben habe. Verstehe. Weißt du, wo sie momentan ist? Lessons-Studio. Nein, keine Idee. Aber vielleicht, es könnte schwierig sein, sie zu überreden, weil sie war wirklich glücklich darüber. Nun, ich frag sie trotzdem. Sie ist eindeutig im Bloom Palace Wait. Bloom Palace! Barry? Hey, Itsuki, hast du den Anhänger gekauft? Komm zurück! Komm zurück, Itsuki. Wait. Komm mit zurück, geh. So. Einmal über die Straße, bitte. Und schon sind wir da. Nicht da reingehen, bitte, Barry, red da. Komm schon, komm schon, komm schon, Millennial Boy. Ich hab's langsam satt, auf dich zu warten. Komm schon, geh rein. Schrei uns nicht so an, Barry. Hey, das Riesenrad ist wieder verschwunden. Jetzt ist das Riesenrad wieder da. Es tut mir leid, dass du es für mich tun musst. Hey, Itsuki! Die Belohnung! Wo ist die Belohnung? Ich tanze wieder. Oh, wie kann es sein? Zu denken, dass Mamori selbst das letzte haben würde. Aber... ich kann sie nicht fragen, ob ich es haben kann.
Okay. Oh, Itsuki und Tsubasa sind auch hier. Oh, Mamori-chan. Hi, Mamori. Oh, Mamori. Ah, ich hatte Glück gehabt. Ich habe nach dir gesucht, Itsuki. Oh. Hä? Hier hast du's. Ich wollte ihn dir geben. What? Das ist... Es dankt dir, dass ich all die... Oh nein. Als Dank für all die Dinge, die du für mich getan hast. Nein. Ernsthaft? Vielen Dank, Mamori. Ich kümmere mich gut darum. Barry rastet aus. Ich glaube, er will gerade Itsuki umbringen. Mhm. So, sorry. Möchtest du ihn haben? Das kannst du doch nicht akzeptieren. What? Oh? Hi, hier, ich habe auch einen für dich. Vielen Dank für alles, Onkel. Tut mir leid, dass ich euch unterbrochen habe. Ich werde gleich gehen. Hey, jetzt haben wir auch einen. Erst so, Moment of Betrayal. So, wir kriegen einen. Und dann so, ich habe noch einen für dich, Onkel. Mamori! Mamori! Sollen wir mit der Lesson weitermachen? Mamori! Mamori! Ich wusste das. Mamori ist ein Engel, den Gott geschickt hat. Diese schäbige, unverdiente 3D-Welt. Mamori! Mamori! Barry scheint glücklich zu sein, also haben die Dinger am Ende doch funktioniert. meine Stunde? Mamori! Mamori! Ja. Alles okay, Barry? Ja, mit ihm ist alles okay. Guck mal, Tsubasa hat sogar ein Level Up dafür bekommen. Mhm. Siehst du, Tsubasa, da hast du deine Lesson. Barry Goodman wurde ein Mamori-Maniac dank Itsukis Einfluss. Barry Goodman hat den Backup-Skill 3D-Himmel erhalten. Was? Achso, wir bekommen wieder mehr Geld in Session-Bonus, okay? Money! Du hast die Kunst, Freude zu finden in dieser schäbigen, unverdienten 3D-Welt dank Barry gefunden. Jetzt wisst es, Leute, dank Barry wissen wir, was Kunst in dieser schäbigen, unverdienten 3D-Welt ist. Okay, die Quest ging schneller, als ich dachte, also können wir vielleicht noch die nächste machen. Tsubasa oder Ellie jetzt? Ich würde sagen, wir machen Ellies zuerst, weil Ellie halt, weil es Ellies erste ist. Mhm. Okay. Außerdem ist Ellie gleich um die Ecke. Hm? Mamori! Ja, Mamori-chan! Na, Thomas-Effekt ist auch ausgelaufen. Hallo, Ellie. Das ist lang genug. Das ist Kiria-Nachricht. Ach, hier bist du, Itsuki. Ich weiß es vielleicht, aber hast du etwas Zeit? Ich möchte deine Meinung zu etwas hören. Reach, Chat, was? Reden, chatten in Liebe? Sich verlieben? Okay, warte kurz, Mamori. Tut mir leid, Mamori. Mamori? Ellie. Ich bin noch nicht fertig. Oh, ich verstehe. Dann komm zu mir, wenn du Zeit hast. Was ist denn, Kiria? Hast du irgendwas von Yashiro gehört? In Masita hat er versucht, irgendwas über dich herauszufinden. Er verhält sich komisch, aber er ist auch nicht der Typ, der irrational wird. Es muss irgendeinen Grund geben hinter seinen Aktionen. So, jetzt. Sorry, Ellie. Jetzt! Jetzt hast du Zeit für die Hollywood-Schauspielerin. Wenn ich helfen kann, dann helfe ich dir mit Freude. Richtig. Das ist sehr vorbildlich bei dir. So, es ist eh komisch, aber
hier mitten auf der Straße. Also, ich weiß, das Klassenraum-Set. Warum ein Klassenraum-Set? Es gibt ein Klassenraum-Filmstudio, welches ich immer nutze. Lass uns dort gehen. Okay. Haben wir noch was Neues auf der Karte freigeschaltet? Huch, Ellie schreibt. Ellie. Ellie, habe ich gesagt, Ellie schreibt? Ellie. Ich warte auf. Hey, ich sag doch Ellie die ganze Zeit. Manchmal schreibe ich, verstehe man echt Emmy draus. Ich sag die ganze Ellie. Okay, dann zensier dich, Discord. Beeil dich, Itzki. Erschnüffel und die Koordinaten. Oder doch nicht? Anbieten. Diesmal sogar nicht. Ja. So. Haben wir einen neuen Ort bekommen? Warum eigentlich hier? Keine Ahnung. Dieser Ort existiert auch nur bei Ellie's Sidequest. Also, worüber wolltest du reden, dass das Dach nur bei Thomas' Sidequests existiert? Genau! Wobei ironischerweise da noch Nebenquests auftauchen. Hier bezweifle ich, dass jemals eine Nebenquest noch auftaucht. Ich glaube nicht. Ich brauche nicht, um zu eine tut mir leid, ich sollte das. Warum ist dieses typische Moment von wegen so, hey, ich muss dir was. Oh, tut mir leid, ich werde gerade angerufen. Tschüss. Das wird noch lustiger, Kax, glaub mir. Wer ist es denn im Gruppenchat? Hallo, Maiko? Itzki? Ich denke mal, du bist gerade an der Stelle, wo Ellie blascht und ganz ehrlich sagt. Wie ein DJ. Ja, sie tut exakt das. Ich spreche für das schüchterne Mädchen Ellie und erkläre diesmal deine Mission, okay? Ihr müsst beide auf ein Date gehen! Was? Ellie war ein bisschen aufgeregt. Sie erscheint im TV-Drama Dandelion in Love. Ist es nicht genau das, worüber dieser Autor geschrieben hat? Nee, es war was anderes. Nee, ist noch was anderes. Das war Love-Hate, genau. Ja. Aber sie weiß nicht, wie ist sie an, wie Highschool-Mädchen sich verliebt. Und was ob Liebe ist. Würde es nicht das Beste auf ein wirkliches Date geben? Das mal gesagt. Gib viel Glück als ihr Partner. Yeah. Miss Maiko. Date? Ein Date? Woher weißt du das? Ja, Maiko-san から Topic. Das ist so unromantisch, Itzki, spiel doch immer mit! Miss Maiko hat ein Topic gesendet. Was soll das? Ich hätte auch sagen können, ich weiß genau, was meine geliebte gerade denkt. Oder so ähnlich. So richtig schnulzig. Ja, so richtig schnulzig. So klingt das so unepisch. So, ja, Miss Maiko hat gesagt, ich soll mit ihr ins so gehen. Aber es ist Itzki-like, von wegen so, ich habe keine Ahnung, was ich eigentlich gerade tun soll. Ja, das ist so ein bisschen wahrscheinlich. Es geht über das. Es ist nur. Ah, oh, sieh mal, Marco. Es ist nur, wie mein Charakter ist. Hast du gehört? Es war nur Training. Komm bloß nicht auf falsche Gedanken. Sonst mache ich dich als meine nächste Zielscheibe. Eigentlich. Willst du mir helfen, damit zu trainieren? Du hast mich überlass es mir. Was für ein Selbstvertrauen. Na schön, ich werde dich trainieren auf die Art von Hollywood. Itzki hat Training. Er hat zusammen mit Thomas gelernt, wie man Mädchen anbaggert.
Quatsch, das kann er nutzen. Wie soll dich trainieren mir helfen? Was? Nee, wie, was hilft es, wenn du mich trainierst? Nun, das ist es beschlossen. Los geht's. Wir müssen das Recherchen machen, was es dort hin, wo es Magazine gibt. Und dann Plan machen. Bist du dir sicher, dass du das tun willst? Ellie? Wollen wir zusammen Kaffee trinken? Oh Gott. Hey, jetzt geh, beeil dich und komm, wo ich bin. Wo ist das? Da, wo man Magazine lesen kann. Warum sind wir dann separat gegangen? Das wäre skandal, wenn die Leute denken, dass wir auf ein richtiges Date gehen würden. Niemand kennt dich, Ellie. Hallo? Ich warte doch. Also Hollywood. Das wäre doch voll der Hollywood-Skandal. Ellie, es kennt noch nicht mal jeder Tsubasa. Und Tsubasa hatte schon ein paar Auftritte. Ach, ist doch egal. Komm einfach. Und hallo, Moritz. Willkommen zurück, Moritz. Wir gehen gerade mit Ellie auf ein Date. Und warum auch immer sie uns das in diesem Schulszenario sagen musste. Hallo, das ist wie jetzt die Drama der Dandelion in Love. Wo kam der Dandelion? Ich weiß, ja, wo man Magazin lesen kann. Wir waren da schon mal. Mhm. Da war das. Aber das meinte nicht Ellie. Wie, das meinte sie nicht? Der Anfang Kapitel 2, wo du Thoma Magazine gelesen hast, der Ort. Im Hiho-Markt? Ja. Okay. Sind bei dir keine kostenlosen Magazine? Ja, I see. Ich habe auch beim ersten Mal lang gesucht. Ah, da bist du. Du bist spät. Willst du mit mir einen Kaffee trinken? Nein. Willst du mit mir Tee trinken? Oh mein Gott. Willst du die Magazine lesen? Also, solange sie nicht Monopoly spielen. Ja. Ich glaube, dann war es das Date auch. Wir starten das Date mit in einem Einkaufsladen. Was ist so komisch darüber? Alle in meiner Heimat in Saitama tun das. Nein, ich denke nicht an den One Punch Man Charakter. Alle in Saitama tun das, Wett. Das ist irgendwie schwer zu glauben. Guck mal, da geht Kirias Poster. Mhm. Oh, schau, Itsuki. Ist es nicht ein... Ist nicht dieser Store süß? Ja. Itsuki, guck mal, Itsukis Blick an, so... Was mache ich hier? Itsuki, ich richtig, also, Fun-Genie. Itsuki, ist dieser Juwelier nicht cute? Die sagen, sie haben hier einen Store in Chiyoi. Hey, lass uns dort sofort hingehen. Kannst du das überhaupt leisten? Hallo, das ist doch Boyfriend doch kaufen. Also, gut, ein süßes Geschäft, muss ich sagen, kann ich nicht widerstehen, aber so Juwelen denke ich mir so, nee. Juwelier hat immer so die. Hat immer so gefragt, wer will echt einen Ring kaufen? Also, beim Juwelier gibt es tatsächlich echt schöne Uhren, aber ich trage keine Uhren, deswegen ist es eigentlich nicht meins. Ich würde da eher, wenn ich auf den essen gehe oder ins Kino gehen. Date beim Juwelier klingt irgendwie falsch. Das klingt, als würden wir gleich einen Heiratsantrag dort machen wollen. Aber so hier ganz unauffällig beim Juwelier vor allem. Ja, hier. Welche Ringgröße hast du denn? Aber ja, erstes Date würde ich sagen, essen geht auf jeden Fall, weil Food ist immer gut. Was ist das für eine blöde Antwort? Es ist ein Date. Soll es das tun, was das Mädchen fragt? Ellie, das ist sexistisch. €10 Casio. Dazu muss man nicht zum Juwelier.
Ist das nicht eine verdrehte Idee von Dates? Was soll diese verdrehte Idee von Dates? Du hast nie jemanden davor gedatet, nicht wahr, Ellie? Du auch nicht. Du auch nicht. Du hast nur Mädchen angebaggert. Was ist halt falsch? Es ist nur Hikis, keine Hollywood-Banner, die mir zu ihr passen. Liegt vielleicht daran, dass Hollywood nicht in Japan liegt. Wenn du Hollywood-Banner willst, dann geh auch nach Kalifornien und nicht nach Japan. Aber zum Thema Juwelier, meine Mutter hat damals für ihren Freund, zum Geburtstag, nee, es war sogar zu Weihnachten, eine Uhr gekauft, wo eben tatsächlich so eine, wo auf dem Ziffernblatt eben so ein Bodensee drauf war, also als Erinnerungsstück an den Bodensee. Das fand ich eigentlich echt süß von ihr. Hold up, reden wir hier von Erfahrung beim ersten Date? Ja! What is even going on? Willkommen zurück, Abby, und die beiden gehen gerade auf ein Date, weil Ellie gerade eben meinte, es wäre eine gute Idee, das als Übung zu nutzen für Dandelion in Love, ihre Rolle im Fernsehen. Und sie meinte gerade von wegen so, oh mein Gott, wir gehen zum Juwelier, nicht wahr? Und dann hat ich gemeint, so von wegen, warum meinte sie, du musst das tun, was das Mädchen dir sagt. Und er meinte so, das ist eine ziemlich verrückte Idee, warst du überhaupt schon auf ein Date? Und er so, nö, hier gibt's keine Hollywood-Männer. Ja. Oh. Hey, das Mädchen da drüben. Die ist wirklich cute. Dandelion, genau. Du hast recht, ich frage mich, ob sie zwei aus ist. Sie sieht aus wie eine Puppe. Ich wünschte, ich könnte so sein wie sie. Excuse me, warum sagt das jeder? Das klingt doch ziemlich gemein. Ja, das ist leider die harte Realität. Der Rassismus. Ob sie wohl zwei... Mal Alltagsrassismus, sag ich mal. Stimmt, ja, daher kenne ich auch den Begriff Dandelion wegen dem Utopia. Aber wollen wir darüber reden, dass das Mädchen mit den grünen Haaren sich darüber beschwert, dass eine blondes Mädchen ist? Das ist gleich mal grün-schwarz, oder? Du meinst so wie Itzki blau-schwarz hat? Ja, genau. Übrigens, das mit ja, der Puppe erinnert mich gerade an Ahn, oder? Aber es wurde, glaube ich, Ahn auch schon mal gesagt, dass sie wie eine Puppe aussieht, oder? Ja, genau. Weil sie auch, sag ich mal, Ausländerin ist, das Anführungszeichen. Das Interessante ist aber, da wird sie wenigstens sich als europäisch dargestellt. Ahn kommt aus Amerika. Genau. Du fällst eindeutig auf. Ich bin zuerst aus Skandinavien immerhin. Sie denken, ich bin irgendeine Attraktion. Das bin ich schon gewöhnt. Das zum Thema Deutschland. Der Freischütz war der Bait. Sie ist also halb Skandinavierin. Na gut, um fair zu sein, in Skandinavien ist tatsächlich blond und blauäugig ziemlich verbreitet gewesen. Das war beiseite. Ich bin ein bisschen durstig. Warum gehen wir nicht? Warum kaufst du denn kein Getränk? Wir sind schließlich in einem Supermarkt. Das ist unromantisch, Baby Rage. Das ist wahr, aber wenn sie so durstig jetzt ist, dann würde ich halt jetzt einfach irgendein kleines Getränk mitnehmen auf den Weg zum richtigen Getränk, oder? Hm. Wirklich? Kannst du nicht spielen, was ich will? Oh. Ich mach's verdammt offensichtlich, Mann! Dein Girlfriend sagt, sie ist thirsty! Nun, wo sollen wir hingehen? Dass da das Thirsty gerade rot steht, macht die Aussage nicht besser! Ich kann sie erst darauf erzählen, dass wir in ein Café gehen sollten! Nicht ja, das Thirsty! Aber Ellie, du hast gerade wirklich laut in einem Supermarkt der Kleines geschrien, dass du thirsty bist. Das ist, glaube ich, nicht gut. Well. Well.
Biggie ist da. Biggie ist ein Standardort für dich. Ja, genau, ein Kaffee, so man essen gehen kann oder trinken. Wait. Sie fühlt sich wie eine ausgetrocknete, bitte was? Persimmon? Ich bin so durstig. Ich gehe jetzt zum Standard. Komm. Sie wird eine ausgetrocknete Persimmon. Okay. Warte, wo bist du überhaupt? Das ist Teil des Trainings. Du gehst. Lass mich bitte nicht zu lange warten, okay? Sie ist durstig. Sie wartet eindeutig an der Vending Machine im Büro. Genau. In der Kaki heißt es. Da ist sie wird eine ausgetrocknete Kaki. Neues Wort gelernt. Persimmon heißt Kaki. Heißt Kaki. Du könntest mir auch wenigstens ruhig schreiben, wo du hingehst. Das ist irgendwie ein lustiges Sidequest. Das ist irgendwie ein bisschen irritierend. Das ist random. Sag ich mal. Das Café ist in der Richtung. Was, du willst nicht zur Vending Machine gehen? Warum ist sie denn nicht hier? Ich gebe auch Getränke. Du? Dickie? Was ist denn Dickie? Sie, das wird's very gut gehen. Maiko hat's mir gerade eben gesagt. Es ist lustig, er ist genauso wie vorher. Das dank euch all, dass ihr noch so lachen kann. Vielen Dank. Hab mal nachgeschaut nach Eleonores Namen, damit man Skandinavien etwas einschäumen kann. Hat nicht geholfen. Es ist ein deutsch-italienischer arabischer Name, welcher seine Herkunft aus Frankreich hat. Also doch deutsch. Und es ist arabisch. Ja, Ellie. Jetzt ist Maiko wieder hier. Du stehst höchstwahrscheinlich vor dem Café und nicht im Café. Das wäre jetzt so gewesen. Sitzt drin, Ellie schaut so rein, während er alleine da drin Kaffee trinkt. Siehst du dich nicht hier? Was zum Teufel? Ellie, also warte mal, da bist du. Die Leute haben mich etwas verdeckt. Arabische Nächte. Arabische Nächte. Sorry. Da bist du jetzt. Und ja, ein KPS-Ort, wo du hingehst, wenn du durstig bist. Bitte hör auf, thirsty zu sagen. Nun denn, ist ein traditioneller Ort, wo man zu einem Date hingeht, das stimmt. Komm schon, lass uns das Training weitermachen. Aber ich finde, da kann man sich halt gut unterhalten, so ins Gespräch kommen. Warum trinkst du einen Smoothie in deinem Kaffee? Und was ist das überhaupt? Ja gut, man kann auch, es gibt bestimmt Kaffees, die Smoothies anbieten, ist ja egal, man muss ja nicht immer den Kaffee trinken. Das ist wahr. Ich bin auch derjenige, der im Kaffee immer eine heiße Schokolade bestellt. Ja. Was ist das? Weißt du nicht, das ist ein Smoothie. Er ist voller Enzyme. Das ist ein Must-Have für Hollywood-Celebrities. Du solltest eigentlich keine Enzyme zu dir nehmen. Und Moritz, Wasser. Du solltest keine Enzyme zu dir nehmen. Das ist eigentlich nicht gut für deinen Körper. Ist denn, du hast einen Mangel an Enzymen. Hängt davon ab, also. Es gibt ja auch diese Enzymprodukte. Ich weiß nicht, ob da wirklich Enzyme sind oder nur die Enzyme anregen sollen oder eigentlich als eine Buller ist. Ich habe keine Ahnung. Das höre ich zum ersten Mal. Es gibt vom Balea dieses Enzym-Peeling fürs Gesicht, womit man sein Make-up entfernen kann. Ein Peeling zum Make-up entfernen, okay. Mit Enzym, ja. Ja gut, das ist wieder was anderes tatsächlich. Da helfen die Enzyme eben, das Make-up zu entfernen.